was ich für ein Clown bin. Also der Klinik-Clown hat keine Show, sondern er arbeitet spontan, intuitiv auf die Situation bezogen. Ja, ein Klinik-Clown, der auf die Station geht, um mit Kindern zu spielen, um Kindern eine andere Farbe in ihren Klinikalltag zu bringen. Und ein Clown auf der Bühne, der hat eine fertige Show. Und wir haben was im Handgepäck, aber wir wissen nicht, was wir rausholen. Und der Klinik-Clown bringt einfach etwas Leichtigkeit in die Zimmer. Wir haben ja die große Chance, sagen wir mal, uns die hellen Seiten des Aufenthaltes hier herauszusuchen. Unsere Aufgabe ist es im Grundsatz in einer schwierigen Situation, wo Krankheit vorherrschend erstmal anwesend ist, da die lebensbejahenden und die heiteren und die gesundmachenden Anteile zu fördern. Und da gehört einfach nur mal Lachen, Heiterkeit, das Lächeln, ein guter Gedanke auf jeden Fall dazu. Ich glaube, das ist einfach mal so ein Schritt daneben treten. Ein Schritt aus dieser angespannten, vielleicht unwohligen Situation. Einfach mal kurz daneben treten und eine Clownsmassage kriegen. So ist das. Also schnell zu erfassen, was begegnet mir gerade? Brauche es gerade Ruhe? Darf es ein bisschen mehr Aktion sein? Wie ist das Kind? Wie ist die Situation in dem Zimmer oder auf den Stationen? Ist gerade etwas hektisch? In was komme ich gerade rein? Also sehr aufmerksam zu sein für das Umfeld auch und natürlich auf die Person. Dann wehen uns ja eine Menge unterschiedliche Stimmungen an. Das ist die Traurigkeit, das ist mal die Depression, das ist die Verzweiflung. Da ist auch tatsächlich mal die Freude, wenn sie uns sehen. Auch das kommt ja auch alles. Also diese ganze Bandbreite von menschlicher Berührtheit, die tauchen wir ein. Wir bringen in Anführungsstrichen Normalität oder Absurdes in den Klinikalltag. Und das ist, ich glaube, eine große Erleichterung in dem, was die Eltern, was die Kinder ja miterleben müssen, Spritze, Schmerzen. Und wir kommen da rein und sind so ganz anders. Wir dürfen so anders sein. Oftmals ist es dann aber auch sehr dankbar für die Eltern oder für die zu Betreuenden, die vor Ort sind, für sie eine kleine Erheiterung zu bringen. Das überträgt sich ja auch. Ja, dass man einfach ganz viel geschenkt bekommt. Es ist einfach toll, wenn man mit Kindern zu tun hat per se. Es ist einfach beglückend und wenn man zusammen Geschichten entwickelt, das ist einfach schön. Wenn sich eine Situation ändert, dadurch, dass wir in das Zimmer gehen, eine Stimmung, die vorher vielleicht eher bedrückt war und wir kommen rein und es verändert sich die Stimmung. Wir gehen raus und es klingt vielleicht noch das Lachen nach. Oder ein ganz zartes Lächeln bei einem Kind, was eigentlich erschöpft ist. Das sind ja tolle Momente. Das sind einfach schöne Momente.